Stimme eines Menschen ist nicht nur ein Spiegelbild der Seele und Mittel zur Kommunikation, sie ist zugleich ein Instrument mit der Kraft, Erinnerungen und Emotionen im Menschen auszulösen. Doch wie genau funktioniert die Stimme überhaupt und wie ist es möglich, mit ihr Klänge zu erzeugen, die Menschen in ihren Bann ziehen oder Ohren bluten lassen können? Dazu müssen wir uns zuerst den Aufbau des Stimmapparates anschauen. Das Zwerchfell ist eine Muskelsehnenplatte. Es ist das Bindeglied zwischen Lunge und Bauchraum und trennt diesen von dem Brustraum. Darüber befindet sich die Lunge, welche den Gasaustausch zwischen Sauerstoff und Blut regelt. Von ihr führt die Luftröhre zum Kehlkopf. Er besteht aus Knorpeln, auf denen die Stimmlippen aufgespannt sind. Die Stimmlippen lassen sich durch Muskeln öffnen und schließen. Von dem Kehlkopf geht erst der Rachen, dann die Mund- und Nasenhöhle aus. Diesen Teil nennt man Resonanzrohr. Jetzt nimmt unser Elvis-Double hier einmal einen kräftigen Atemzug, damit wir uns anschauen können, wie die Tonerzeugung tatsächlich stattfindet. Die eingeatmete Luft strömt durch die Nasen- und Mundhöhle über die Stimmritze im Kehlkopf in die Luftröhre und somit in die Lunge. Diese füllt sich nun mit Luft, welche als Treibstoff für den Ton dient. Doch bevor der Ton gebildet wird, schließen sich die Stimmlippen wieder. Möchte Elvis jetzt einen Rausch schmettern, muss er dafür ausatmen. Die Luft strömt wieder aus der Lunge und gelangt in die Luftröhre. Im Kehlkopf angelangt, stößt die Luft jetzt auf Widerstand in Form der geschlossenen Stimmlippen. Diese werden durch den aufgebauten Druck auseinandergepresst. So werden die Stimmlippen mit Hilfe des Luftstromes in Schwingung versetzt. Der Ton entsteht. Allerdings ist der Ton eher ein leises Geräusch. Das heißt, der Kehlkopfklang muss verstärkt werden, damit er hörbar ist. Dies geschieht im Rachen sowie in der Mund- und Nasenhöhle. Das Klangbild wird von anatomischen Faktoren beeinflusst. So wirkt sich beispielsweise die individuelle Zahnstellung und die Zungengröße auf den Sound aus. Somit kann der Ton zu Konsonanten und Vokalen und somit zu Worten geformt werden. Auch wenn es einige gibt, die versuchen, wie berühmte Sänger zu klingen, so wie unser Elvis-Double hier, so ist doch jeder Mensch individuell. Und genauso individuell ist auch die Stimme. Die innere Erlebniswelt mit den individuellen Erfahrungen und damit einhergehenden Emotionen und Erinnerungen beeinflusst jeden Menschen somit individuell.